So, grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Webinar, mit dem wir uns jetzt inhaltlich um das Thema Veränderungen beschäftigen. Das nennt man auch oft Neudeutsch Change Management, aber Change Management ist immer so ein großer so ein Buzzword. Wir wollen uns einfach das Thema mal anschauen, wie kann ich eigentlich in 5 Schritten Veränderungen im Betrieb nachhaltig umsetzen? Und da möchte ich gleich mal am Anfang noch 2 organisatorische kurze Hinweise geben. Am Ende des Webinars finden Sie also die Möglichkeit, alle die Folien, die ich hier zeige, im Laufe des Webinars herunterzuladen. Sie kriegen dann einen Download-Link und wir senden Ihnen auch nochmal nach dem Webinar gerne in einer E-Mail entsprechend zu. Und wenn Sie Fragen und Anregungen haben zu dem Webinar, zögern Sie nicht, schreiben Sie Ihre Fragen alle rein in den Chat und wir werden sie im Nachgang per E-Mail alle entsprechend individuell beantworten. Deswegen nicht zögern, alles, was irgendwie unklar sein sollte, schreiben Sie es rein, wir greifen das auf und Sie bekommen entsprechend Ihre individuellen Antworten. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute virtuell treffen zum Webinar, denn das Thema Veränderungen ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema im Betrieb. Da kommt man immer auf entsprechende Widerstände und vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, es gibt da Hindernisse. Das kann man sich vorstellen wie so eine Mauer. Man möchte eigentlich oder man sieht den Grund, dass man irgendwas ändern müsste, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Die Mitarbeiter ziehen nicht richtig mit und das klappt nicht und das ist alles so zäh und Kaugummi und langsam und eigentlich wollte man viel schneller machen. Also das kann ganz schwierig sein, dieses Thema Veränderungen. Und ich habe mal jetzt diese Mauer mal in 3 Backsteine für diese Mauer mal aufgedröselt, was denn da solche Hindernisgründe eigentlich sein können. Also zum einen mal Ablehnung von neuen Methoden natürlich. Das sind also beispielsweise, wir wollen jetzt papierlos arbeiten. Vorher hatten die Mitarbeiter vielleicht irgendwie eine Checkliste oder so, was die abhaken konnten oder einen Notizblock oder hatten eben entsprechend was mit Briefen geschrieben und so weiter. Aber wir wollen jetzt digital arbeiten und wir brauchen also entsprechend weniger Papier. Das kann für viele echt erstmal eine herausfordernde Hindernis sein, weil vielleicht auf dem Lieferschein, man möchte die Sachen, die Positionen, die man kontrolliert, abstreichen und markieren, dass das in Ordnung ist und auf einmal habe ich kein Papier mehr in der Hand. Das kann im ersten Sinn erstmal ganz schwierig sein, aber da müssen wir die Mitarbeiter zum Beispiel einfach mitnehmen und ihnen zeigen, warum sowas eigentlich gut ist. Wir haben oft als Hindernisgrund falsche Vorstellungen, also bei einem selber, aber auch wie bei den Mitarbeitern, weil es am Anfang vielleicht auch keine gute Erkenntnis darüber gibt, wie hoch der Verschwendungsgrad eigentlich ist. Also, dass man eben sagt, wo stehen wir denn eigentlich wirklich? Wie viel Zeit kostet uns ein Vorgang? Was passiert da wirklich? Da kann ich Ihnen erzählen, also aus einem Glasereibetrieb zum Beispiel, die haben eben ihre Anfragen, Preisanfragen zu ihren Vorlieferanten, die haben sie rausgeschickt per E-Mail und dann wurde diese Preisanfrage ausgedruckt und in so eine Schnellhefte an den Magnetwand hingehängt. So, und dann hat es immer gedauert und dann kam irgendwann die Rückmeldung von dem Lieferanten eben, was die Beschläge kosten oder was die Glasscheiben kosten. Und dann ist es wieder ausgedruckt worden und dann ist es wieder an die Magnetwand hingehängt worden. Und dann hat man später diesen Schnellhefter eben, wie dann das Angebot geschrieben worden ist, wieder genommen, hat er eben die Sachen rausgeschrieben, hat das Angebot an den eigentlichen Endkunden verfasst, das kam wieder ausgedruckt in den Schnellhefter rein. Also Sie können sich schon vorstellen, da ist unheimlich viel Druckkosten dabei, da ist Papier dabei, da ist Laufen zum Drucker dabei, da ist an die Wand hinhängen dabei. Und das sind einfach Kosten, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Aber wenn man sich da mal wirklich drüber Gedanken macht, dann kommt man eigentlich dann schon drüber, wir könnten es vielleicht auf eine andere Art und Weise vielleicht kostengünstiger, schneller und vielleicht auch fehlerfreier schaffen. Und das sind einfach falsche Vorstellungen darüber, was kostet mich eigentlich ein Vorgang wirklich und tatsächlich. Naja, und dann gibt es noch die dritte große Mauer, das sind also die Angst vor Veränderungen, denn Neues bedeutet eigentlich auch immer wieder neues Lernen. Wir haben manchmal noch Mitarbeiter, die sind nicht mehr gewohnt zu lernen, obwohl es ja immer propagiert wird, lebenslanges Lernen und wir müssen da immer am Ball bleiben und so weiter. Trotzdem tun sich viele Leute nach einer gewissen Distanz aus der Ausbildung und aus der Schule einfach schwer, lebenslang tatsächlich weiterzulernen. Und Lernen heißt eben auch, ich bekomme was gezeigt von einem erfahrenen Mitarbeiter, ich gucke mir das an. Learning by doing, also am Arbeitsplatz selber lernen, gehört da auch mit dazu. Es muss nicht immer sein, dass ich mir ein Buch zur Hand nehme und das dann durcharbeite und Notizen rausschreibe und vielleicht eine Prüfung schreiben muss. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich auch wirklich dieses Bereitsein, wenn ich was gezeigt bekomme, dass ich das aufnehme und dass ich das eben entsprechend verinnerliche und dann auch als die neue Vorgehensweise auch akzeptiere.
und nicht mit Widerständen dann davor bin und sagt, nee, habe ich aber schon immer anders gemacht. Es hat ja seinen Grund, warum man sich gemeinsam Gedanken macht, warum man Sachen vielleicht anders angehen möchte wie vorher. Und da kommt eben auch so ein Punkt rein, alte Rituale sind eingespielt, Sachen, die man schon immer so gemacht hat, die sind einfach vertraut und andere Sachen, die vielleicht genauso gut oder besser funktionieren, die sind erstmal ganz ungewohnt. Und da gibt es ein schönes Beispiel, wenn Sie Ihre Hände falten, ganz normal zusammen machen, dann fühlt sich das sehr vertraut auf. Und wenn Sie jetzt beispielsweise, wie ich jetzt, den linken Daumen oben haben und Sie falten Ihre Hände, dass mal der rechte Daumen oben liegt, dann fühlt sich das komplett ungewohnt an. Und je öfter Sie das machen, desto mehr wird sie dabei vertraut mit der neuen Vorgehensweise und es fühlt sich nicht mehr komisch an. Probieren Sie es ruhig mal aus. Nehmen Sie wirklich mal Ihre Hände, falten Sie ganz normal, intuitiv und dann zusammen einfach, dass Sie das sehen, einfach, dass es sich ganz komisch anfühlt, obwohl es genauso nur Hände falten ist. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man einfach verdeutlichen kann, dass alte Rituale eingespielt sind und neue Vorgehensweisen vielleicht sich erstmal ungewohnt irgendwo anfühlen. Naja, und dann haben wir auch manchmal vielleicht noch den Frust eben durch eine mangelnde Teilnahme vielleicht von wesentlichen Leuten, die man zu euch haben müsste. Macht denn der Chef das auch? Lebt er das auch vor? Oder will er es nur von uns Mitarbeitern zum Beispiel? Also machen die Geschäftsführer und das Managementteam und die Gesellschafter, machen das eigentlich auch alle mit? Oder ist es wieder nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dass die Mitarbeiter irgendwas anders machen sollen? Und da gibt es schöne Beispiele auch wieder dafür. Microsoft hat jetzt zum Beispiel jetzt mit seiner 365-Umgebung den nächsten großen Schritt gemacht im Office-Paket, mit neuen Produkten, mit neuen Werkzeugen, die das Arbeiten und vor allem das Zusammenarbeiten vielleicht erleichtern. Aber das muss man eben erst lernen. Da muss man sich dran gewöhnen, das muss man sich anschauen, da muss man eingeführt werden. Da braucht man auch eine Schulung vielleicht dafür. Und da muss man auch die Leute mitnehmen. Und das kann erstmal eben für große Widerstände sorgen. Deswegen Ziel in diesem Webinar ist wirklich, Ihnen 5 Hilfsmittel an die Hand zu geben, um diese Mauer, die wirklich da ist und die man auch einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass sie da ist, und dass man sie nicht einfach ignorieren kann, dass Sie diese Mauer einreißen können, damit Sie wirklich die Möglichkeit haben, Ihre Mitarbeiter mitzunehmen und damit es also keinen Frust gibt und keine Erlebnisse, die eigentlich keiner haben will, sondern dass also alle mit Freude einfach trotzdem die Veränderungen mit aufnehmen. Damit kommen wir auch zur nächsten Folie dann. Wir haben dann 2 Kernfragen bei den Veränderungen. Zum einen mal her, woher kommen die Widerstände? Weil wenn Sie selbst verstanden haben, was eigentlich der wirkliche Grund für diese Widerstände ist, können Sie leichter darauf reagieren und können diese Widerstände abbauen. Und was sind vor allem die tiefliegenden Ursachen, die dahinter liegen? Jemand, der einen Widerstand zeigt, ob jetzt offen ausgesprochen oder nur durch nicht mitmachen, sage ich jetzt mal, diese stille Verweigerungshaltung, da gibt es ja Gründe dafür. Und diese Gründe können demjenigen vielleicht auch peinlich sein und deswegen spricht er nicht drüber. Also unter dieser Wasseroberfläche mit der Spitze von dem Eisberg gibt es meistens einen größeren Bauch unten drunter. Den müsste man ergründen, warum tut sich jemand schwer, Sachen einfach anzunehmen und zu verändern. Und das können vielleicht auch Sachen sein, wo man nicht gerne drüber spricht. Ich sage jetzt mal bestimmte Schwächen in dem Bereich zum Beispiel. Jemand, der vielleicht nicht gut lesen kann oder will, tut sich schwer, ein Handbuch zu lesen. Und deswegen gibt es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten oder er hat dann eben, weil er das Handbuch nicht gelesen hat, auch nicht wirklich die Einführung bekommen, wie das Programm funktioniert und deswegen passieren Fehler. Und diesen Fehler möchte er natürlich vermeiden. Er will ja eine gute Arbeit abliefern. Aber deswegen muss man einfach erkunden und ergründen, an was könnte das denn vielleicht liegen irgendwo. Also das sind zum Beispiel persönliche Widerstände durch persönliche Einschränkungen. Das kann auch sein gesundheitlich. Jemand, der vielleicht irgendwo ein Handicap hat mit irgendwas, kann vielleicht bestimmte Dinge nicht so ausüben, wie es jetzt eigentlich gewünscht wäre durch die Veränderung. Und da muss man einfach drüber offen sprechen können. Und das ist einfach das Thema auch dann der Unternehmenskultur. Habe ich ein offenes Vertrauensverhältnis, das ich vielleicht in einem persönlichen bilateralen Gespräch mit dem Mitarbeiter eben sagen kann, du pass auf, ich hab's im Kreuz, ich kann nicht schwer heben oder ich kann mich nicht so in eine bestimmte Position vielleicht irgendwo hinsetzen, um was zu montieren oder sowas, da brauche ich Hilfe oder ich brauche einfach einen anderen Weg, um sowas zu tun. Es könnte auch ein Altersthema sein. Jemand, der vielleicht kurz vorm Ruhestand ist, tut sich vielleicht sehr viel schwerer, jetzt nochmal richtig mit voller Energie dieses neue Microsoft-Paket sich anzuschauen.
als jemand, der vielleicht erst Ende 20 ist. Also da gibt es auch einfach Themen, da muss man auch behutsam damit umgehen. Man muss auch ein gewisses Verständnis mitbringen, weil selber altert man letztendlich auch. Man ist auch keine 19 mehr. Zumindest ich merke das jeden Tag, sondern man muss da wirklich echt hart dran arbeiten und zu sagen, ich motiviere mich immer wieder aufs Neue, solche Dinge auch einfach anzugehen. Es kann auch sein, Angst vor Arbeitsverlust oder vielleicht auch um den Arbeitsplatz selber. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine tolle Prozessverbesserung, alles geht leichter von der Hand, es geht alles sehr viel schneller. Rationalisiere ich mich dann damit selber weg? Säge ich mir damit den Ast wirklich ab, auf dem ich selber sitze? Möchte ich dann wirklich diese Prozessverbesserung umsetzen? Wenn solche Ängste mitschwingen, dann können Sie sich sicher sein, dass diese Prozessverbesserung, die Sie ausgerechnet haben, die Sie vielleicht sogar im Piloten bewiesen haben, niemals in Ihre Firma ankommt. Es wird niemals gelingen, solange Leute diese Ängste haben und deswegen bewusst, unbewusst, offen oder verdeckt dagegen arbeiten. Sie haben keine Chance. Was muss man tun? Solche Ängste muss man entsprechend nehmen. Ich kenne bis jetzt keinen Handwerksbetrieb, wirklich keinen, wo ich dort war und wo ich mir gemeinsam mit ihnen gearbeitet habe, wo durch eine Prozessverbesserung eine einzige Person freigesetzt worden wäre. Ganz im Gegenteil. Wir konnten zum Beispiel Überstunden reduzieren. Samstagsarbeit ist weggefallen. Die Mitarbeiter hatten endlich wieder mal Zeit zum Durchschnaufen oder mal für ihre Familie oder für ihre Hobbys in einem normalen Arbeitsumfeld. Und trotzdem waren die Arbeitsplätze eben nachhaltig gesichert, weil wir einfach deutlich effizienter arbeiten konnten und das Unternehmen pro eingesetzter Mitarbeiterstunde einfach eine höhere Marge erzielen konnte. Das hat die Arbeitsplätze nachhaltig gesichert und nicht abgebaut. Und deswegen, solche Gespräche muss man wirklich ernst nehmen und auch wirklich damit führen, dass die Mitarbeiter eben nicht die Angst haben, dass durch eine Prozessverbesserung eigentlich ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Und wenn tatsächlich solche Ängste da sein sollte, dann muss man auch Möglichkeiten aufzeigen, durch Weiterbildungsangebote zum Beispiel, dass wenn Tätigkeiten anders ausgeführt werden, nicht mehr manuell, sondern mit mechanischer oder EDV-Unterstützung zum Beispiel, dass die Leute darauf geschult werden, dass sie mitgenommen werden, dass man entsprechend darauf reagieren kann. Zweiter Punkt. Was liegt dahinter? Was sind die Ursachen, die wir uns wirklich anschauen müssen, warum solche Widerstände hochkommen? Angst vor Versagen. Ich habe es schon angesprochen gehabt. Leute, die sich schwer tun, ein dickes Handbuch zu lesen, haben es dann vielleicht nicht gemacht oder wenn sie es gemacht haben, tatsächlich vielleicht nicht verstanden. Dann passieren vielleicht Fehler, dann kommt diese Versagensangst rein. Ich kriege einen Anschiss vom Chef, weil wenn da irgendwas schiefgegangen ist, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Also das sind auch Hinderungsgründe, die man einfach angehen muss. Und da verschränkt sich eben genau diese persönlichen Einschränkungen, vielleicht mit einer Leseschwäche, mit den entsprechenden Ängsten dann, die dahinter da sind. Und da müssen wir einfach entsprechend rangehen. Dann brauchen solche Mitarbeiter einfach andere Formate, um sowas näher zu bringen. Da müssen wir eben reden, vielleicht über ein Videotutorial. Wer gerne zu Hause bei YouTube sich was anschaut, sich Inspirationen holt, weil er vielleicht irgendwie eine Bastelidee sucht, der schaut sich das auch an und versucht es dann umzusetzen. Und beim ersten Mal gelingt es vielleicht gut und beim zweiten Mal, wo er mehr Erfahrung hat, gelingt es dann sehr gut. Und genauso kann man sowas auch machen. Dann macht man eben halt vielleicht Erklärvideos, Tutorials oder man zeigt zum Beispiel in Werkstätten tatsächlich den erfahrenen Mitarbeiter, wie man eben das Werkstück so bearbeitet, dass es dann zum Schluss wirklich gelingt. Naja, und nicht immer ist Altes schlecht. Also manche Idee zur Veränderung ist vielleicht auch ganz gut, dass immer hinterfragt wird, weil auch ich habe manchmal so meine Schnapsideen, wo man dann irgendwas ins Hirn kommt. Und dann frage ich mein Team und ich bin dankbar, wenn sie sagen, du Chef, hast ja auch an das und an das gedacht. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt, habt ihr recht, habe ich vielleicht einen Schnellschuss geschossen. Müsste man damit drüber nachdenken, was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht gemeinsam mal darüber eruieren, wie man sowas machen könnte. Also nicht immer alles Alte ist deswegen schlecht, sondern vielleicht ist auch manchmal so eine ehrliche und offene und konstruktive Zwischenfrage, ob das jetzt so sein müsste, diese neue Idee und diese Veränderung, auch ganz gut zum selber reflektieren. Also mal eine Nacht drüber schlafen, die Bedenken auch vom Team wirklich ernst nehmen und dann mal schauen, ob das dann immer noch so sinnvoll ist, ist mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich und wertvoll. Also es gibt letztendlich viele mögliche Ursachen, die sich also in Ablehnung oder in Verweigerung für Veränderungen äußern und die sollte man also grundsätzlich und immer wirklich ernst nehmen und nicht immer nur sagen, naja, der renitente Mitarbeiter jetzt mault da schon wieder und was ist denn überhaupt eigentlich los? Also das soll nicht der Fall sein.
Kommen wir zur nächsten Folie. Also ich bin ja selber Unternehmer. Ich habe also ein Team entsprechend in meiner Unternehmensberatung und auch wir müssen uns immer wieder anpassen. Also ich kenne diese Themen. Ich habe auch die gleichen Probleme gehabt, letztendlich, dass wir immer schauen müssen, wie können wir gut zusammenarbeiten. Eine von meinen Mitarbeiterinnen zum Beispiel lebt und arbeitet auch im Ausland. Wir können trotzdem gut zusammenarbeiten. Es funktioniert, dass wir als Team wirklich uns auch als Team verstehen und daran wirklich dann auch gemeinsam arbeiten können. Aber das war eine Veränderung. Denn vorher war sie eben hier in Bayreuth an unserem Standort und dann ist sie weggezogen. Aber es ist eine ganz wertvolle Mitarbeiterin. Ich wollte sie nicht einfach gehen lassen oder sowas, sondern wir haben einfach nach Möglichkeiten gesucht. Wie können wir so zusammenarbeiten, dass es wirklich gut passt und dass wir einfach als Team wirklich noch echt miteinander Freude haben zu arbeiten und aber auch gute Ergebnisse abliefern. Das heißt, wir haben uns gemeinsam als Team Gedanken darüber gemacht, wie kann sowas aussehen, wie kann sowas funktionieren und wir haben es auch getestet und ausprobiert. Zum Beispiel, indem sie erstmal, bevor sie weggezogen ist, von zu Hause aus in Barrett gearbeitet hat. Dann könnte man immer noch in 10 Minuten im Büro sein, das ist immer noch machbar, aber wir haben es erstmal getestet und ausprobiert. Naja, und vorher, wie war es denn vorher? Also ich hatte schon auch meine Bedenken. Was kann ich dem Team zumuten? Wie viel Druck kann ich aufbauen? Ab wann sind sie in ihrem Panikmodus, dass es dann nicht mehr funktioniert? Wo ist es einfach eine Herausforderung, die zwar anspruchsvoll ist, aber machbar? Wo hole ich sie aus ihrer Komfortzone raus? Das muss man austesten. Das muss man auch wirklich ausprobieren, indem man wirklich solche Veränderungen einfach als gemeinsam als Team bespricht und sich dann auch darüber im Klaren wird, was sowas auch bedeuten kann. Also zum Beispiel, indem man eben Ziele festlegt und sagt, okay, hochgerechnet eben auf einen Monat, auf eine Woche, auf einen Tag bedeutet das das und das und das. Glaubt ihr, dass wir das schaffen können? Oder müssen wir vielleicht noch andere Sachen anpassen, damit wir es irgendwie hinkriegen können? Also, ich hatte Angst, entsprechend den Druck aufzubauen, aber wir haben es dann trotzdem als Team wirklich geschafft, da reinzuwachsen und dann auch eine Veränderungskultur reinzukriegen, dass dann jeder auch mit seinen Ideen kommen kann und sagen, du, ich habe auch eine Idee, was hältst du davon und bauen wir das entsprechend so um, es wird uns einfach alle helfen. Und dieses zusammen als Team Dinge weiterbringen, das ist, glaube ich, der ganz große Schlüssel. Manche Änderungen sind einfach umzusetzen, andere sind etwas schwieriger, aber auch das kann man einfach sagen, wir fangen klein an mit kleinen Piloten und wachsen dann einfach daran an den größeren Themen. Damit komme ich zur nächsten Folie, also typische Klein- und Mittelunternehmen. Ich bin ganz, ganz viel in Handwerksbetrieben unterwegs, in speziell Handwerksbetriebe mit Werkstätten. Also alle, die was reparieren, die was produzieren, die was bauen, Schreinereibetriebe zum Beispiel oder Kfz-Werkstätten oder eben Dachdeckerbetriebe. Also alle, die so richtig was auch mit produzieren können. Und das sehe ich halt schon auch immer so ganz typische Problemstellungen, die eigentlich die Veränderung schon fast aus sich rausschreien. Also wir haben teilweise eben die alten Windows-Rechner, also Desktop-Geräte, keine Notebooks an den Arbeitsplätzen, die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen in die Jahre gekommen, die haben vielleicht auch noch alte Office-Software drauf. Da muss man einfach schauen, das sind solche Sachen, die, wenn man nicht laufend immer anpasst, dann wird der Veränderungsdruck irgendwann so groß, dass es eigentlich einer Neueinführung nahe kommt. Also ein Kunde von mir hatte sein Warenwirtschaftssystem einfach über 10 Jahre nicht auf die neuesten Versionen hochgezogen. Und dann war einfach der Sprung von der Version, die er hatte, zu der jetzt aktuellen, so riesig, dass es eigentlich in der wirklichen kompletten Neueinführung nahe kam mit einem Projekt, mit Schulung und so weiter. Das sollte man vielleicht vermeiden, dass man einfach die kleineren Schritte macht. Also lieber evolutionär sich weiterentwickeln als revolutionär mit dem großen Knall. Wir sehen dann auch relativ häufig Papierberge. Es wird wahnsinnig viel noch mit Papier gearbeitet. Sowohl in den Verwaltungsbereichen von den Handwerksbetrieben, ob das jetzt Angebote sind, ob das Preisanfragen sind, ob das alle möglichen Dinge sind, die werden zwar oft per E-Mail verschickt, kommen vielleicht auch sogar per E-Mail zurück, aber dann werden sie ja trotzdem ausgedruckt, um sie irgendwo zu archivieren, in Ordner abzuheften, für die Buchhaltung Belege, Kopien abzugeben und solche ähnlichen Dinge. Also obwohl es anfänglich sogar digital ist, wird es ganz, ganz oft danach wieder analog. Und diesen Schritt wieder in dieses Analoge zurück, nur damit man auf einen Vermerk machen kann und solche Dinge, den kann man sich halt einfach sparen. Weil genau da entstehen dann wirklich die Kosten. Druckkosten, Arbeitszeit, Abnutzung, Leasing für Drucker, Papier kaufen, Toner kaufen, kennen Sie alles. Das kann man sich wirklich sparen, sowas.
Wir hatten vorhin das Thema Computer zu stationären Arbeitsplätzen. Kann jeder Mitarbeiter eigentlich mit seinem Arbeitsumfeld, mit seinem Computer, den er sich eingerichtet hat, mit seinem Desktop, sich von überall aus eigentlich anmelden und dort ganz wie gewohnt arbeiten? Also kann man auch mal den Schreibtisch wechseln, kann man auch vielleicht einmal seine Kiste mitnehmen und in die Werkstatt gehen und gemeinsam dort mit jemandem was anzuschauen, wenn man einen bestimmten Auftrag bespricht oder solche Dinge, oder sind die eigentlich alle festgenagelt, weil sie eben Desktop-Geräte haben? Das sind auch solche Fragestellungen und naja, Corona-Pandemie hat es uns gezeigt, wir müssen, glaube ich, flexibler werden. Und nicht alle müssen immer ständig im Büro präsent sein. Man kann auch im Handwerksbetrieb durchaus einiges von zu Hause aus machen. Eine gute Bekannte von mir, die ist Buchhändlerin, die hat hier in Bayreuth 2 Filialen, die Christothek und das Kircheneck. Und da war auch am Anfang zuerst alles in der Buchhandlung da. Und siehe da, auch da hat sich herausgestellt, wir können da auch einige Dinge von zu Hause erledigen. Also wir müssen nicht immer alles im Laden machen. Das ganze Social Media Marketing zum Beispiel kann man von zu Hause aus machen. Bestellungen kann man auch von zu Hause aus machen. Das funktioniert schon. Also nicht alles. Natürlich muss ich den Kunden beraten können vor Ort. Das ist völlig klar. Ich muss auch meinen Wareneingang vor Ort machen, weil einfach die Ware angeliefert wird. Das ist auch völlig klar. Aber trotzdem gibt es immer wieder Bereiche, wo ich sagen kann, ich kann mal einen ganzen Vormittag von zu Hause aus arbeiten. Ich muss nicht grundsätzlich da sein. Und auch solche Themenfelder gibt es in Handwerksbetrieben, wo ich einfach sagen kann, ich kann mein Büro eben auch mal zu Hause machen. Ich kann mir auch mal eine Auszeit nehmen, um einfach vielleicht Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen, weil eben zum Beispiel gerade die Kindertagesstätte geschlossen ist oder gerade das Kind krank ist oder wie auch immer. Es gibt immer Möglichkeiten. Aber dafür brauche ich eben auch die Bereitschaft, wirklich diese Veränderungen einfach anzugehen und die Leute auch entsprechend mitzunehmen. Ja, oft ist es aber schwierig, weil darüber nachzudenken, die Zeit oder die Ressourcen nicht da sind. Also sowas kann natürlich auch mal Geld kosten, das ist klar. Also wenn ich jetzt alle meine Büromitarbeiter mit neuen Notebooks ausstatte, das kostet erst einmal Geld. Und wenn dieses Geld erst gerade nicht da ist, dann wird es schwierig und dann komme ich in so eine Abwärtsspirale. Weil jeden Monat und jedes Jahr, wo ich mich nicht darum kümmere, weil die Ressourcen nicht da sind, wird es ja nicht besser, sondern es wird ja eher ein Stück schlechter. Aber damit wird auch der finanzielle Aufwand wieder größer. Also irgendwann muss ich mir einfach mal sagen, okay, stopp jetzt. Ich nehme jetzt bewusst Ressourcen in die Hand, um diese Veränderungen wirklich voranzubringen. Und wenn ich das nicht tue, diese Ressourcen irgendwann in die Hand zu nehmen, auch wenn es knapp ist, dann wird die Zukunft für das Unternehmen nicht so wirklich rosig ausschauen. Weil, wie gesagt, die Situation wird ja im Zeitablauf nicht besser, sondern sie verschärft sich eher. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit Veränderungen. Ich nehme mal ein Beispiel, Handwerksbetrieb, die hatten sehr, sehr viele Kleinteile. Und immer, aber diese Kleinteile waren teuer. Das waren zum Beispiel spezielle gehärtete Bohrer. Das sind zwar Verschleißartikel, aber jeder von diesen speziellen Bohrern war relativ teuer. Also hat ein Mitarbeiter eine lange Liste geführt, wie viele Bohrer von welcher Sorte gibt es entsprechend und bei Bedarf an die Montageteams entsprechend ausgegeben, weil die Dinger wirklich teuer waren. Das hat Arbeitszeit gebunden. Das hat immer die Bestände haben nie gestimmt, weil dann doch jemand mal einen gebraucht hat, hatten sich dann Kohlen aus dem Lager und so weiter und dann hat es wieder nicht gepasst, wie viele sind noch da, wie viele waren auf der Liste. Also war eigentlich nur ein Kuddelmuddel. Aber eine schöne Idee dafür war, es gibt Kleinteileautomaten. Da kann man sich mit seinem Mitarbeiternummer einfach über so einen PIN-Code anmelden und dann geht ein Fach auf und dann nehme ich mir meinen Bohrer raus. Und das Tolle ist, dieser Automat weiß auch noch, wie viele Bohrer da drin sind. Und wenn der letzte Bohrer nur noch übrig ist, dann bestellt der Automat die entsprechenden Bohrer nach. Und Sie können eben schauen, ist es ungefähr normaler Verbrauch oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, dass vielleicht ein bestimmter Mitarbeiter ständig immer eine Sorte Bohrer braucht, und zwar viel mehr, als was man eigentlich gedacht hätte. Dann können wir mal miteinander ein Gespräch führen, was denn eigentlich passiert, warum die Bohrer immer irgendwie fehlen. Also ist es eine falsche Verwendung zum Beispiel, dass der Bohrer relativ schnell stumpf wird, weil vielleicht der Bohrer für das zu bohrende Material nicht geeignet ist, oder ist es tatsächlich Schwund, den keiner braucht und will. Ich will es keinem was unterstellen, aber Statistiken gibt es, dass es Betrug leider Gottes in jedem zweiten Unternehmen gibt. Das können wir durchzählen, wie viele Anwesende da sind. Bei der Hälfte von Ihnen, vielleicht auch bei mir, ich weiß es nicht, kann es schon Schwierigkeiten geben. Ist nicht schön das Thema, habe ich mir mal drüber ausgelassen, aber sollte man ernst nehmen. Deswegen solche Kleinteile,
die relativ teuer sind, kann man sehr, sehr gut verwalten, eben über Kleinteilautomaten. Natürlich müssen dann die Mitarbeiter lernen, diesen Automaten zu bedienen, aber wir müssen auch wieder darüber sprechen, was bedeutet es für den Mitarbeiter, der vorher damit beschäftigt war, diese Kleinteile auszugeben. Wird er jetzt arbeitslos? Nee, normalerweise nicht. Sondern der kann sich um den Wareneingang kümmern, der kann schauen, eben welche Verbrauchsmittel brauche ich, er kann die Arbeitsvorbereitung vielleicht noch besser machen. Es gibt genügend andere Dinge, die man erledigen kann, außer eben vielleicht einen Bohrer aus einem Fach einem Mitarbeiter zu geben und eine Strichliste zu führen. Das ist nicht sonderlich smart. Aber wie kommen wir jetzt dazu, dass es auch wirklich gelingen mag? Da kommen wir jetzt wirklich an den Kern dieses Webinars, unsere fünf einfachen Schritte, genau solche Dinge wirklich durchzuführen. Und damit komme ich zur nächsten Folie. Die fünf Schritte zur erfolgreichen Veränderung. Die erste Stufe ist, das muss ich mir wieder so eine Treppe vorstellen. Ja? Wir gehen Stufe für Stufe, gehen wir da durch. Und erst wenn wir eine Stufe geschafft haben, dann macht es wirklich Sinn, auf die nächste Stufe zu gehen. Es bringt also jetzt nichts, wenn Sie jetzt eine Motivation anfangen, aber nicht wissen, wo Sie stehen. Schönes Beispiel, eine Standardbestimmung, diesen Ist-Zustand festzuhalten, ist enorm wichtig. Es bringt nichts, wenn Sie nach Berlin reisen wollen, aber nicht wissen, ob Sie in Lissabon stehen oder in Moskau. Das ist ein gewisser Unterschied. Natürlich ist das Ziel vielleicht, dass Sie eine Reise ein Endziel haben, aber wo Sie starten, ist genauso wichtig für Ihre Reiseplanung. Und deswegen in jedem Unternehmen gilt, verstehen Sie tatsächlich, wo Sie jetzt stehen. Und dieses jetzt stehen müssen, dieses wirklich verstehen, bedeutet eben, haben Sie Ihren Prozess verstanden? Sind die Abläufe klar? Haben alle Ihre Mitarbeiter das gleiche Verständnis von dem Ablauf? Wissen Sie, wie oft Sie das durchführen? Wissen Sie, wie lange Sie dafür brauchen? Oder wo auch die Schwierigkeiten drin sind? Haben Sie ein Gefühl dafür, wie oft einfach Medien gebrochen werden? Sachen werden ausgedruckt, um sie nachher wieder einzuscannen. Gibt es häufiger, als was man denkt. Aber das muss man wirklich verstanden haben und vor allem nicht nur aus dem Bauch raus, sondern wirklich gemessen. Das geht leichter, als was man denkt, hört sich immer ganz kompliziert an, aber es geht relativ einfach. Und wenn Sie diese ersten Messungen gemacht haben, also zählen, messen, wiegen, ist eines der Kernthemen wirklich im Unternehmen. Dazu habe ich ein eigenes Webinar erstellt. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit nehmen, sich auch dieses Webinar anzuschauen. Dieses Zählen, Messen, Wiegen ist wirklich ein ganz, ganz elementarer Punkt, um zu verstehen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hingehen. Ist dieses Ziel, was ich mir setze, überhaupt in absehbarer Zeit realistisch umzusetzen? Oder ist es vielleicht doch eine Nummer zu groß, weil ich eben nicht so weit bin, wie ich dachte? Also übertragen wir da auf die Reise. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte eine Wanderung machen und das Ziel ist bei einer sehr anspruchsvollen Wanderung vielleicht 20 Kilometer weit weg und Sie denken, Sie haben schon 17 Kilometer geschafft, ist ja gar nicht mehr weit. Und dann sind es vielleicht doch erst nur 10 Kilometer und dann sind Sie ja eben erst auf der Hälfte. Und dann wird es eben doch zäh und die Dämmerung kommt. Das kann man vermeiden, indem man einfach seinen Ist-Zustand, seinen Standort einfach wirklich klar festlegen kann und wirklich bestimmt. Zweiter Punkt, Hindernisse benennen. Was hindert mich daran, mein Ziel zu erreichen? Da gibt es tausend Gründe und wenn Sie auf Ihre Mitarbeiter hören, mit offenen Ohren durch den Betrieb gehen, mit offenen Augen, dann finden Sie auch diese Hindernisse. Dann können Sie eine Liste schreiben, was hält uns im Moment alles davon ab, dass wir das nicht schaffen. Das kann sein, zu wenig Freiraum für den Mitarbeiter, Sie sind zu überlastet, wir haben keine Zeit, wir haben keine Ressourcen, wir haben dies und jenes, alles funktioniert nicht. Wir müssten zuerst das und das machen. Schreiben Sie das alles auf, machen Sie eine lange Liste. Und wenn die Liste wirklich lang ist, keine Angst davor, die kann man der Reihe nach abbauen, aber wirklich entsprechend aufschreiben und dann können Sie sich auch gemeinsam mit dem Team darüber Gedanken machen, welche von diesen Punkten, die auf der langen Liste draufstehen, ist jetzt das eine Dringendste? Nicht, wir fangen 10 von den Hindernissen an, wir fangen mit einem an und zwar mit dem Wichtigsten. Und das bearbeiten wir. Und wenn das abgeschlossen ist, dann nehmen wir uns das nächste Hindernis vor. Weil sonst kommt wieder das gleiche Problem, wir verzetteln uns. Wir kommen nicht weiter, wir sind tausend Baustellen angefangen und keine kriegen wir fertig. Das wollen wir vermeiden. Deswegen von Ihrer Liste gemeinsam entscheiden, was ist der wichtigste Punkt und diesen einen Punkt, den bearbeiten wir. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir weitermachen. Dritte Stufe, Fakten, Fakten, Fakten statt Bauchgefühl. Damit meine ich eben wieder dieses Zählen, Messen, Wiegen. Machen wir Fortschritte? Haben wir laufend, dass wir in den Dingen besser werden? Im Angebotsprozess zum Beispiel. Ein Handwerksbetrieb, wo ich war, der schreibt ungefähr 3000 Angebote pro Jahr. Da haben wir eine Auswertung gemacht und haben gesehen, von diesen 3000 Angeboten werden ungefähr die Hälfte, also 1500, zu einem Auftrag. 1500 Angebote hat dieser Handwerksbetrieb jedes Jahr für die Papiertonne produziert.
Da ist Arbeitszeit reingeflossen, da sind Preise angefragt worden, da sind entsprechend die Dokumente zusammengestellt worden, die sind versendet worden und dann waren sie für den Müll. Was hat dieser Handwerksbetrieb nicht gemacht? Die Angebote nachgehalten. Nach einer bestimmten Zeit beim Kunden angerufen oder nachgefragt per E-Mail. Haben Sie noch Fragen? Hat das Angebot Ihren Erwartungen entsprochen? Gibt es noch Punkte, die wir klären müssten? Wann können wir da vielleicht damit rechnen, dass Sie sich entscheiden? Wie sieht es aus? Wir haben das eingeführt und siehe da, die Angebotsabschlussquote hat sich deutlich verbessert. Wir sind von den 50% ungefähr auf knappe 70% gestiegen. Alleine das Nachhalten der Angebote. Aber wir haben es gemessen. Und solange es nicht gemessen worden ist, war erstmal nicht klar, wie viele Angebote werden überhaupt geschrieben, wie viel Zeit brauche ich pro Angebot, also wie viel Arbeitszeit ging letztendlich auch durch Verschwendung verloren für die Katz-Arbeiten, weil das Angebot zwar geschrieben worden ist und die Mühe reingesteckt worden ist und keiner hat sich mehr drum gekümmert. Und das konnte man einfach deutlich reduzieren. Deswegen Fakten, Fakten, Fakten und nicht nur Bauchgefühl. Es ist immer wieder das Aha-Erlebnis, wenn man sagt, wir haben es gemessen, es sieht so und so aus, hätte jetzt nicht gedacht. Das habe ich nicht nur einmal gehört. Deswegen nehmen Sie wirklich die Zeit, messen Sie es, es ist nicht so einfach. Sie nehmen ja auch Ihr Metermaß für Ihr normales Gewerk und messen ja dort auch alles aus. Also die Fensterleibung, damit Sie wissen, wie groß die Fenster sein müssen, wenn Sie die entsprechend bestellen. Oder wenn Sie irgendwas bauen in Ihrer Werkstatt, wird genau gemessen, dass es auf Millimeter passt. Das ist völlig normal. Aber das Messen von betrieblichen Abläufen, das ist leider Gottes ein Riesenthema. Das wird oft und leider viel zu oft vergessen. Motivation anfachen. Der nächste große Punkt, Motivation von innen, die Leute mitnehmen, denn wenn die das wirklich auch verstanden haben, warum was getan werden soll, warum wir diese Veränderung brauchen, dann ziehen die auch entsprechend mit. Und wie eingangs besprochen, wir müssen auch wirklich diese Ängste einfach abbauen, wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen vielleicht auch manchmal die Zeit investieren für wirklich bilaterale Gespräche, Vier-Augen-Gespräche gemeinsam mit einem Mitarbeiter, der einfach Probleme sieht oder einfach Hindernisse hat, dass er da nicht wirklich rankommt. Und dann zum Schluss natürlich die Veränderungen entsprechend umzusetzen. Jetzt habe ich schon ganz viel vorweggenommen. Also, was wollen Sie verändern? Das ist die nächste Folie. Wir wollen letztendlich mehr Zeit schaffen, statt dass wir irgendwo Ärger haben. Es muss doch irgendwie besser und leichter von der Hand gehen. Wir wollen weniger für die Katz arbeiten. Wir wollen weniger Nacharbeiten haben, wir wollen vielleicht immer weniger Fehler haben, wir wollen nicht immer über den heißen Brei rumdiskutieren, wieder von vorne anfangen, dass wir alles wieder von Anfang an anfangen. Also das Ziel festlegen und dazu Techniken können zum Beispiel eine Mindmap sein oder Sie machen ein Brainstorming mit dem Team oder Sie schreiben einfach eine Liste runter, wo stehen Sie, was haben Sie geleistet, wofür steht Ihr Betrieb. Was wollen Sie eigentlich voranbringen? In welchen Punkten wollen Sie sich verbessern? Wo braucht es Veränderungen? Und wenn wir es dann zusammengeschrieben haben, dann haben wir auch diese Liste eben vielleicht mit den Problemfeldern. Was steht schon lange auf der Liste? Man müsste mal. Wie oft kenne ich diesen Satz, man müsste mal? Ja, wer ist denn dieser Mann? Entweder ich mag es jetzt oder ich lasse bleiben. Beides ist okay, aber dann bitte von der Liste schreiben und nicht man müsste mal. Dieser Mann kommt nie. Entweder greifen Sie es auf mit dem Team oder Sie lassen es bleiben. Wie gesagt, beides ist okay, aber nicht man müsste mal. Da kriege ich ja mal Zustände, weil man müsste mal. Das ist nicht, also, nee, geht gar nicht. Deswegen einfach anpacken oder eben einfach lassen. Beides ist okay, aber nicht man müsste mal. Oder Flickschusterei, ja. Man hat weil es irgendwann einmal notwendig war, schnell ein Provisorium für irgendwas gebaut. Ein sogenannter Workaround. Aber dieses Provisorium hat natürlich dann die ewige Lebenszeit errungen. Dieses Provisorium ist immer noch im Betrieb und alle ackern mit diesem Provisorium. Und obwohl es eigentlich jetzt Zeit wäre, dieses Provisorium in eine vernünftige Lösung zu überführen, weil einfach das nicht mehr nur ein Einzelfall war, sondern vielleicht sogar Tagesgeschäft geworden ist, müsste man das also, man müsste mal, genau. Dieses Provisorium muss jetzt einfach mal geändert werden in eine vernünftige Lösung. Dazu ein Beispiel. Ein Kollege hat sich mit entsprechend einer großen Excel-Tabelle beschäftigt gehabt. Da war es einfach notwendig, dass man für einen Sachverhalt mal eine schnelle Lösung bauen musste. Das waren Messwerte, die im Viertelstundenraster da waren. So, und es hat also ein normales Jahr 8.760 Stunden mal 4 für jede Viertelstunde, dann waren wir halt irgendwo im Bereich von knapp 35.000 Messwerten und das waren eben dann 35.000 Zeilen in dieser Excel-Tabelle und
Das war eine Spalte und da hat man eben eine Brette drauf gemacht und gut war's. Das war ein Provisorium. Und dann kamen aber weitere und weitere Fälle dazu, sprich diese Excel-Tabelle hat sich dann eben weiterentwickelt. Zu diesen 35.000 Zeilen kam nicht nur eine Spalte, sondern zum Schluss waren es eben 190 Spalten. Und das Lustige bei der Geschichte war, es waren halt Messwerte pro Viertelstunde und jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst hatten wir ja die Zeitumstellung. Das heißt, da mussten auch die Zeitstempel angepasst werden und alle Formeln in dieser Monster-Tabelle mussten händisch angepasst werden. Diese Tabelle hatte dann irgendwie Gigabyte Größen und hat allein eine Viertelstunde gedauert, um sie zu öffnen. Excel ist keine Datenbank, mit der Sie Großdaten verarbeiten. Also aus einem Provisorium sollte man es irgendwann mal überführen in eine vernünftige Lösung, die sowas auch vernünftig verarbeiten kann. Am besten automatisiert mit einem Report, aber nicht händisch in Millionen von Zellen Formeln anpassen. Das kann es nicht sein. Deswegen ist es ein Extrembeispiel, aber solche Beispiele sehe ich halt auch immer wieder bei Handwerksbetrieben, dass man eben sieht, man hat eben mal schnell, quick and dirty irgendwas gebaut. Und dann hat sich das bewährt gehabt, hat den Zweck erfüllt und danach wurde es eigentlich Tagesgeschäft und keiner hat sich mit den Gedanken gemacht, sowas wirklich entsprechend abzulösen durch eine sinnvolle Lösung. Sondern es bleibt die Flickschusterei, die auch einfach fehleranfällig bleibt. Damit kommen wir auch dann zur nächsten Folie mit dem Ist-Zustand oder der Wunschvorstellung. Also, wo stehen wir wirklich? Da auch wieder. Man kann das machen über Brainstorming oder entsprechend eine Mindmap oder eine Liste machen. Welche Aufgabenpakete gibt es und wie lange dauert die durchschnittlich, bis eine Aufgabe fertig ist und wie oft kommt es vor? Ich hatte das Beispiel genannt im Angebotsprozess, wie viele Angebote schreiben wir, wie viele werden davon zu Aufträgen und wie viel Zeit muss ich durchschnittlich in die Erstellung eines Angebots eigentlich investieren. Und damit sehe ich auch schon sofort, wie viel Zeit, Arbeitszeit war denn für die Katz-Arbeiten, weil es eben kein Auftrag wird. Ich kann auch genau messen, wie lange brauche ich, um dieses Angebot überhaupt zu erstellen. Also der Kunde meldet sich, ich hätte gerne ein Angebot und dann geht vielleicht nach 8 Wochen das Angebot raus. Sie werden als Kunde mit Sicherheit nicht begeistert. Wäre ich auch nicht. Aber wenn der Kunde sich meldet und Sie sagen, ja, morgen Vormittag kriegen Sie ihr Angebot, wir machen das alles fertig und dann ist es auch morgen Vormittag versendet, dann wird vermutlich der Kunde ziemlich begeistert sein, weil Sie einfach Ihr Versprechen eingehalten haben. Und genau das ist es, diese Durchlaufzeiten messen, die Bearbeitungszeiten messen und wie oft kommt denn sowas vor. Das sind schon mal die ersten ganz großen und wichtigen Kenngrößen. Dann gibt es vielleicht auch das Thema Fehler. Wie oft gibt es denn Nacharbeiten? Also sei es, dass mal irgendwas jetzt falsch bestellt worden ist oder dass irgendwo eine Montage schief gegangen ist oder der Kunde reklamiert irgendwas oder wie auch immer. Auch das kann man entsprechend einfach mit einer Strichliste mal zählen. Wie oft kommt es eigentlich dazu, dass wir Nacharbeiten notwendig sind, dass wir entsprechend da was tun müssen? Sind Sie eigentlich mit Ihrem Zeitplan wirklich auch zufrieden oder rennen Sie immer nur irgendwie hinterher? Also reagieren Sie nur noch oder sind Sie eigentlich am Agieren? Sie gestalten das Unternehmen, Sie gestalten die Abläufe, Sie gestalten einfach Ihren Erstellungsprozess von Ihrer Lösung, Sie haben die Sache im Griff. Weil das ist eigentlich auch eine Frage des Menschenbildes. Also wer beherrscht hier eigentlich wen? Beherrscht die Sache Sie oder beherrschen Sie die Sache? Also ich möchte eigentlich nicht von irgendeiner Sache, einer Maschine und einem Ding beherrscht werden, sondern ich möchte schon noch Herr des Geschehens bleiben und schauen, dass ich die Sachen einrichten kann, dass sie mir leicht von der Hand gehen. Dazu fällt auch ein Beispiel. Das ist ein bisschen überspitztes Beispiel. Wenn ich jetzt eine Werkstatt habe und jeden Morgen zwingt mich dieser 13er Maulschlüssel, dass ich ihn in der großen Tasche suchen muss, weil er irgendwo am Boden reingerutscht ist, dann beherrscht dieser 13er Maulschlüssel mich. Weil ich ihn jeden Morgen suchen muss. Wenn der aber sauber an einem Schattenbrett vor mir hängt, weil ich ihn da hingehängt habe, dann beherrsche ich den 13er Maulschlüssel, weil der liegt vor mir und ich sehe auch auf einen Blick, wenn er nicht da ist. Also, das ist einfach eine ethische Frage. Möchte ich mich tatsächlich vor dem 13er Maulschlüssel zwingen lassen, ihn jeden Morgen zu suchen? Nee, das möchte ich nicht. Und das ist egal, ob das jetzt ein Produktionsbetrieb ist oder ob das ein Friseurbetrieb ist, wenn ich meine Schere ständig suchen muss, weil sie irgendwo liegt, statt dass sie eben sauber an ihrem Platz in meiner Tasche und meinem Gürtel ist, dann beherrscht diese Drecksschere einfach mich und nicht ich die Sache. Also machen wir darüber Gedanken, wer herrscht hier eigentlich über wen? Und dann kommen sie relativ schnell, glaube ich, auf den Gedanken, dass vielleicht Zeit ist, das eine oder andere zu verändern. Ja, und dann noch letzte Frage. Bleibt eigentlich vom Umsatz genug übrig oder verpuffen Ihre Einnahmen?
Also, Sie haben ein tolles Projekt kalkuliert. Spitze. Und dann sind Sie auf der Baustelle und dann stellen die Gesellen fest, dass es drei Päckchen Schrauben fehlen und dann fahren die mit ihrem Auto zum Schraubenhändler und holen drei Päckchen Schrauben und dann fahren sie wieder zurück und die Zeit, die sie dafür gebraucht haben, ist der Deckungsbeitrag von dem Auftrag weg. Also, was sich am Anfang gut angehört hat, war dann einfach durch schlechtes Einrichten, durch vielleicht nicht gute Arbeitsvorbereitung, haben wir uns selber dann mal ein Bein gestellt. Das muss auch nicht wirklich sein. Also sprich, sich anzugucken, wo kriegen wir eigentlich die Rendite her, wie können wir sowas irgendwie halt machen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema auch mit, wie kann ich so einfach leichter auch mit messen? Also ist es Bauchgefühl oder ist es eine Messung? Also ein Schreinereibetrieb, wo wir waren, hatte drei wahnsinnig moderne und große Sägen. So eine große Tischsäge und andere Sägen und so weiter. Und dann, aber sie hatten extremst beengte Platzverhältnisse. Also sprich, der ganze Werkstattbereich war ziemlich eng und ziemlich vollgestellt. Man konnte sich kaum umdrehen. Aber die drei Sägen waren drin. Und dann habe ich gefragt, ja, wie oft braucht ihr die drei Sägen wirklich gleichzeitig? Dass ihr die vielleicht braucht nacheinander, kann ich ja verstehen. Aber wirklich gleichzeitig? Wie oft? Ja, ständig. Da haben wir es gemessen. Also da gibt es so Sensoren, die gehen über Vibrationen. Wenn also die Maschine läuft, dann zählen die quasi die Betriebsstunden, machen einen Zeitstempel. Und dann, wenn sie aus ist, ist wieder vorbei. Haben wir die Dinge mal gemessen? Wissen Sie, wie oft die genau gleichzeitig verwendet worden sind? Null Mal. Immer nacheinander. Also war es durchaus möglich zu sagen, zwei von den Sägen waren vom gleichen Typus. Wir können eine Säge abbauen, weil sie zwar da war, aber nie benutzt worden ist, zumindest nie gleichzeitig benutzt worden ist. Man könnte genauso gut auch auf der gleichen Säge das, die zweite drauf arbeiten. Und das haben wir auch dann gemacht und siehe da, auf einmal war wieder Platz in der Produktionshalle und die Leute konnten einfach leichter arbeiten, weil sie wieder umdrehen konnten und Platz hatten für ihre Montage. Also messen hilft auch da wirklich wieder entsprechend weiter. Und wenn Sie diese Fakten auf den Tisch legen, wenn Sie zu allen Mitarbeitern sagen, wir haben es gemessen, die drei Sägen laufen nie gleichzeitig. Es ist gefühlt immer gleichzeitig, aber nicht gemessen gleichzeitig. Wir haben es bewiesen, dass es nicht so ist. Dann wird einfach Ihre Argumentation viel, viel leichter, dass Sie einfach diese Dinge ansprechen können, das Team vor allem mitnehmen können. Damit kommen wir zur nächsten Seite. Was machen wir intern? Also das, was wir jetzt alles so predigen in unseren Webinaren und was wir unseren Kunden empfehlen und so weiter, das ist ja alles schön und gut, aber machen wir das intern? Ja, wir machen das intern. Alles, was wir unseren Kunden empfehlen, probieren wir am eigenen Unternehmen aus. Und wie gesagt, meine Kollegin, Freundin, die ihre Buchhandlung betreibt, das ist auch immer so ein schönes Testobjekt, immer wenn wir einfach Sachen sagen, wir entwickeln mal was, wir probieren das wirklich aus, ob das funktionieren kann. Und wir haben eben entsprechend ein Dokument entwickelt, wo wir Stück für Stück rausarbeiten können, was ist die Herausforderung, wäre es nicht schön, wenn wir zum Beispiel bis Ende des Jahres unsere Anzahl unserer Anzeigen in unseren Social Media und in Suchmaschinen entsprechend erhöhen können, sogenannte Impressions, dass wir quasi gesehen werden, dass wir unsere Sichtbarkeit erhöhen können und das auch quantifizieren, auf wie viel wollen wir es denn eigentlich haben. Und dann sie zu überlegen, was sind die für die Schritte, die notwendig sind, was können wir für Daten sammeln, welche Etappen gehen wir vor. Also wir gehen diesen Weg genauso und wir machen das mit einem Dokument, einem Verbesserungsdokument, um wirklich Schritt für Schritt auch zu verschriftlichen und darzustellen, was wir rausholen. Und das hört sich jetzt nach viel Aufwand an, aber wenn Sie kontinuierlich an diesen Veränderungen arbeiten und wenn Sie kontinuierlich an der Prozessverbesserung arbeiten, Sie holen enorm viel raus. Die Verdoppelung des Outputs, des Ergebnisses von Ihrem Prozess oder bei gleichem Ergebnis Halbierung des Aufwands ist möglich, ist machbar und ist der Normalfall. Nicht der außergewöhnliche Fall, sondern der Normalfall. Also 100% mehr rausholen ist auf jeden Fall drin, wenn man sich systematisch und kontinuierlich um seine Prozesse kümmert, die zu verbessern und diese Veränderungen nicht nur auf dem Papier aufschreibt, sondern wirklich mit dem gesamten Team erarbeitet und auch entsprechend dann implementiert. Das heißt letztendlich als Zielsetzung, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir hatten beim Thema Corona vor einiger Zeit eben und durch den Wegzug von unserer Mitarbeiterin hatten wir so eine Zielsetzung. Was müssen wir tun, damit wir an jedem Ort und zu jeder Zeit bestmöglich mit allen Materialien als Team zusammenarbeiten können? Das war unsere Zielsetzung. Und dann muss man natürlich darüber nachdenken, okay, wir brauchen Notebooks, wir brauchen vielleicht eine Ablage, wo man auch von außerhalb sich drauf einwählen kann.
Muss es ein Cloud-Dienst sein? Oder nimmt man da vielleicht irgendeine andere Infrastruktur? Gibt es tausend Lösungsmöglichkeiten, aber wir müssen zuerst schauen, was ist denn überhaupt alles notwendig, um das zu tun? Brauchen wir Schulungen? Müssen wir Leute mitnehmen? Funktioniert das mit Videokonferenzen? Brauchen irgendwelche Leute vielleicht Webcams oder Mikrofone oder ähnliche Dinge? Auch sowas muss man alles mit besprechen und dann kann man sich Stück für Stück ranarbeiten. Und siehe da, es läuft. Wir haben es geschafft, Ziel ist erreicht. Die Mitarbeiterin ist jetzt im Ausland. Es klappt super, ich bin extrem zufrieden, sie ist zufrieden, das Team ist zufrieden. Es ist einfach eine ganz tolle Sache. Und danach muss man auch mal gemeinsam feiern können, vielleicht mit irgendwas anstoßen, ob das der Saft ist oder Sekt ist, das ist jedem selbst überlassen, aber man muss auch Erfolge wirklich feiern können. Und damit sind wir beim nächsten Thema, eine Roadmap vorbereiten. Eine Roadmap ist nichts anderes wie eine Straße der Veränderung. Also einen Fahrplan zu erstellen, wo wir eigentlich hinwollen. Und da gibt es eben so eine schöne Grafik. Da sehen Sie eben oben, kann man den Zielzustand reinschreiben, das, was wir da wirklich erreichen wollen. Und diese blauen Linien, die Sie drin sehen, mit diesen Bögen, die markieren quasi Zeitabschnitte. Man könnte sagen, zum Beispiel, was muss ich 2021 noch erledigen, was muss ich 2022 machen und vielleicht 2023, damit ich ein großes und schwieriges Ziel vielleicht entsprechend erreiche. Und dann diese Strahlen, die sind, das kann man unterteilen in verschiedene Segmente. Zum Beispiel, was muss ich an meiner IT-Ausstattung ändern? Was muss ich bei Mitarbeiterentwicklung investieren, in Schulungen zum Beispiel? Was muss ich vielleicht verändern in der Kommunikation, nach innen und nach außen zu den Kunden auch? Da kann man so verschiedene Themenfelder quasi dann entsprechend reinschreiben, die man dann Stück für Stück abarbeiten kann, wie man sowas eben entsprechend machen kann. Und damit wird es auch dann handhabbar und leichter und Sie kriegen auch wirklich Stück für Stück diesen vom Ist-Zustand, diesen Weg zum Zielzustand hin. Weil meistens ist der Sprung so groß, dass Sie diese ganzen Zwischenschritte noch gar nicht so alle übersehen können. Man arbeitet sich da Stück für Stück einfach vor. Was gibt es da alles für Herausforderungen? Also zum einen hat man ja hier die Angst vor Fehlern bei den Mitarbeitern zum Beispiel. Haben wir schon besprochen gehabt. Es gibt vielleicht auch keine Übersicht über mögliche Technologien und Hilfsmittel. Auch da kann man eben sagen, wir müssen erstmal erforschen, schauen, was für uns in Frage kommt. Vielleicht mit einem Partner zusammen mal gucken, was es auf dem Markt schon alles angeboten gibt, was wir eben entsprechend nutzen könnten. Vielleicht ist das Thema Kapital und Geldressourcen, Thema mangelndes Kapital, um vielleicht große fünfstellige Beträge zu finanzieren. Alle Mitarbeiter mit Notebooks ausstatten, kann viel Geld kosten. Ein Warenwirtschaftssystem auf die neueste Version ertüchtigen, kann viel Geld kosten. Gerade wenn es dann schon größere Handwerksbetriebe sind, Mittelständler, 40, 50, 60 Mitarbeiter, dann eine neue Softwarelösung einzuführen, das kann wirklich Geld kosten. Aber auch dafür gibt es Möglichkeiten, dass man sich eben Partner mit ranholt. Es gibt Finanzierungsprogramme für Digitalisierung. Es gibt Zuschüsse von den Landesbanken zum Beispiel oder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW. Da gibt es immer Möglichkeiten, wie man sowas entsprechend machen kann, damit man diese Mittel auch zur Verfügung stellen kann. Aber letztendlich muss man sich darüber im Klaren sein. Und das ist mehr der wesentliche Punkt. Was sind denn so die einzelnen Themen, die ich da also irgendwo auch entsprechend abarbeiten muss. Und damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie sowas aussieht, haben wir hier mal so eine Roadmap mal vorbereitet. Zum Beispiel, wir arbeiten miteinander vernetzt an jedem Ort gut zusammen. Und im Moment ist der Ist-Zustand, wir nutzen Software und Kommunikationsmittel nur vereinzelt oder auch nur in Inseln. Und da haben wir mal aufgeschrieben, jetzt einfach als Beispiel, da kann man sagen, was müssen wir bis 2022 geschafft haben, bis 2023, bis 2025 zum Beispiel. Das ist eher eine mittelfristige Roadmap, wie man so vorangeht. Und das unterteilt in, was müssen wir strategisch ändern, was müssen wir vielleicht irgendwie wirtschaftlich irgendwie angehen, was sind Technologiethemen, die man anpacken muss und was sind Digitalisierungsthemen. Und da kann man eben dann solche Blasen einfügen, dass man das eben runterbricht in Arbeitspakete, die dann auch verdaubar und auch abarbeitbar sind. Zum Beispiel Daten sind gemessen im Büro, Fertigung und Montage. Das kann man nochmal dann weiter zerlegen. Jemand ist vielleicht verantwortlicher für dieses Arbeitspaket, dass man sagt, okay, was sind denn Daten, die wir brauchen? Wie oft kommt was vor? Wie lange brauchen wir dafür? Gibt es zum Beispiel Nacharbeiten? Das sind so die drei Kenngrößen, die ich am Anfang immer empfehlen würde. Die sind leicht zu erheben, sind jetzt nicht die Raketenwissenschaft, aber bringen einen enorm weiter, wenn man die wirklich zur Verfügung hat und sehen kann eben, wo wir stehen. Da haben wir eben jetzt so ein Beispiel drin. Sie bekommen es auch im Nachgang wieder, wie gesagt, per E-Mail, dass Sie das nochmal in Ruhe anschauen können. Und da kann man eben solche Meilensteine entsprechend aufstellen.
Dann kommen wir damit zur nächsten Folie, eine Datengrundlage aufbauen. Also nehmen wir mal ein Beispiel Arbeitsunfälle. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es wirklich die Gesundheit von Ihren Mitarbeitern betrifft. Es ist nichts, wo man jetzt damit einen Haufen Umsatz machen kann. Man gewinnt keinen Blumentopf damit. Es ist für viele Betriebe ein lästiges Thema, aber trotzdem müssen wir über dieses Thema Arbeitsunfälle und Arbeitssicherheit auch letztendlich reden. Und da gibt es eigentlich auch eine schöne Variante, wie sowas auch zusammenhängen kann. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich rutsche da mal kurz rüber. Nehmen wir mal einen Flipchart. Es gibt da verschiedene Stufen, die man sich anschauen muss bei Arbeitsunfällen zum Beispiel. Es gibt also einmal den echten Arbeitsunfall mit der größtmöglichen und schlimmsten Auswirkung, sprich dem Todesfall. Also tödliche Arbeitsunfälle ist das, was niemand irgendwie haben möchte und die also auf jeden Fall zu vermeiden wären. Also es gibt eine weitere, nicht ganz so dramatische Art von Arbeitsunfällen. Das sind Arbeitsunfälle, die also lange Ausfallzeiten nach sich ziehen, weil es zum Beispiel schwere Verletzungen gab. Also nehmen wir mal an, jemand gerät mit der Hand zum Beispiel in eine Säge oder er quetscht sich den Fuß in der Presse oder sowas. Das sind also schwere körperliche Verletzungen mit Krankenhausaufenthalt, lange Ausfallzeiten. Also solche Arbeitsunfälle sind zwar vielleicht noch nicht tödlich, aber sie haben schon sehr, sehr schwere Auswirkungen. Dann gibt es Arbeitsunfälle, die haben Verletzungen zur Folge, aber jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie lange Ausfallzeiten hat oder das ist irgendwie der klassische Fall ist in solchen, ich habe mich irgendwo geschnitten, ich klebe ein Pflaster drauf. Oder ich bin mit dem Schraubenzieher abgerutscht, habe mich vielleicht irgendwo geritzt oder gestochen, so weiter. Sowas wird einfach desinfiziert, gereinigt, sauber gemacht, wird verbunden, aber es ist kein großer Ausfall mit irgendwas. Also leichtere Arbeitsunfälle. Und dann gibt es noch eine letzte Kategorie und die übersehen die meisten Betriebe, das sind beinahe Unfälle. Also, ich bin auf der Treppe ausgerutscht, aber zum Glück nicht gestürzt, weil ich mich noch am Handlauf festhalten konnte. Oder ich bin zwar mit dem Schraubenzieher abgerutscht, aber zum Glück ging er neben den Daumen und nicht in den Daumen. Das sind so die beinahe Unfälle, auf die man wirklich großes Augenmerk auch legen sollte. Und da ist ein großes Kommunikationsthema auch letztendlich mit drin. Bekomme ich die überhaupt mit? Also sprechen meine Mitarbeiter wirklich mit mir und sagen, du, pass auf, ich bin abgerutscht, fast wäre es passiert. Zum Glück ist nichts passiert, aber fast wäre es passiert. So, und dann gibt es einen Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist ungefähr Faktor 10, so ungefähr. Also ein tödlicher Arbeitsunfall. Dem gehen normalerweise 10 schwere Arbeitsunfälle voraus. Das ist ungefähr so die Statistik. Also wenn ich 10 schwere Arbeitsunfälle habe, wo jemand wirklich im Krankenhaus lag, weil er ein gequetschtes Bein hatte oder einen wirklich vielleicht abgetrennten Finger oder sowas, dann kann ich darauf wetten, dass der tödliche Arbeitsunfall nicht allzu lange auf sich warten lässt. Habe ich leichtere Arbeitsunfälle, vielleicht 100 vorher, dann weiß ich genau, wenn ich jetzt mir 100-mal mit dem Schraubenzieher sich jemand wehgetan hat oder wenn irgendeiner 100-mal die Treppe runtergestürzt ist, irgendwann mal passiert ein schwerer Arbeitsunfall, da kann ich mit Sicherheit darauf wetten, dass er sich eben nicht mehr in letzter Sekunde irgendwo halten konnte, sondern dass eben vielleicht sich denn die Schnittwunde mal mit irgendwie Bakterien infiziert, dass es Eitern anfängt oder solche Dinge. Also leichtere Arbeitsunfälle sollte man nicht auf die Schulter nehmen, aber dieser Zusammenhang ist einfach da. Wenn ich genügend leichte Arbeitsunfälle habe, werden auch die schweren Arbeitsunfälle entsprechend zunehmen. Und das gleiche ist bei den beinahe Unfällen. Also wenn ich jetzt 1000 beinahe Unfälle habe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dann kommt es auch irgendwann zu leichteren Arbeitsunfällen. Und genau da sollte man ansetzen. Die beinahe Unfälle, die sind meistens nicht dokumentiert, sind nur immer bekannt. Aber wenn ich genau weiß, dass ich bei den beinahe Unfällen schon in Größenordnungen bin, dass einfach danach aufgrund der Statistik mit schweren Unfällen auch zu rechnen ist, dann kann ich da ansetzen.
Dann kann ich eben sagen, okay, jeder, der mir sagt, dass ein beinahe Unfall passiert wäre und mir den Hintergrund schildert, dann können wir das abstellen. Und in dem Moment, wo ich die Anzahl der beinahe Unfälle reduziere, und das ist der einfachste Weg, da habe ich weder Arbeitsausfall, noch habe ich irgendwelche Verletzungen und solche Dinge, da kann ich ansetzen als Unternehmer. Und dann kann ich entsprechende Maßnahmen ergreifen und damit vermeide ich, dass es irgendwann mal zu wirklich diesen schweren Unfällen kommen kann. Das sind die Datengrundlagen, aber die müssen wir eben erheben und die müssen wir auch entsprechend erfassen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn mich macht es wirklich nachdenklich, wie oft sorglos eigentlich Unternehmer mit dem Thema betriebliche Daten wirklich umgehen. Also nicht sorglos im Sinne von Datenschutz, sondern in dem Sinn, dass sie einfach nicht erhoben werden, weil sich keiner darum kümmert und sich die nicht wirklich anschaut. Sie bekommen alle ihre BBA oder ihre Summen- und Saldenauswertung von dem Steuerberater, die gucken sich an, aber das sind ausschließlich finanzielle Daten. Also wie viel Umsatz habe ich gemacht, wie viel Wareneinkauf hatte ich, was war das Betriebsergebnis. Aber die entsprechend wirklich wichtigen Kennzahlen, wie laufen meine Prozesse, wie geht es meinen Mitarbeitern, wie sicher ist die Arbeit, ist jeder am Abend zu Hause bei seiner Familie ohne Unfälle gesund und munter. Das sind die Dinge, die also wirklich essentiell sind und die echt wichtig sind. Und da müssen wir einfach rangehen. Das darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt rutscht es wieder auf die Seite hier. Ups. Für die nächste Folie, das ist die Frage, kennen Sie alle anfallenden Kosten? Wobei, da wird es uns nochmal anbieten, dass wir nochmal etwas aufschreiben. Ich nehme mal die nächste Seite. So. Kennen Sie alle anfallenden Kosten? Also, von was sprechen wir da jetzt? Wenn jetzt irgendwas getan wird, irgendein Fehler ist. Nehmen wir mal an, jetzt ein Werkstück, zum Beispiel irgendeine Platte, die ist jetzt aus irgendwelchen Gründen falsch bearbeitet worden, ist falsch zugesägt worden. Dann haben wir ja nicht nur, dass die jetzt das Material vielleicht nicht mehr zu verwenden ist, sondern wir haben ja noch weitere Kosten drin. Also die Bearbeitungszeit des Zusägens, die Zeiten, die jemand im Einkauf hatte, die Platte zu bestellen, die Zeiten, die jemand hatte am Wareneingang, um zu schauen, ob die richtige Platte, die bestellt worden ist, auch angeliefert worden ist oder ob die auch entsprechend ohne Menge angeliefert worden ist. Möglicherweise wurde aber diese Platte auch nicht sofort verarbeitet, sondern die lag auch noch vor im Lager. Also, wenn jetzt ein Fehler passiert, ist es natürlich eine Summe von verschiedenen Kosten, die dann entsprechend anfallen, die dann den Fehler wirklich so teuer machen. Die meisten sind immer nur dann die direkten Fehlerkosten, also sprich, das Material, was vielleicht kaputt gegangen ist oder eben solche Dinge wie Anfahrtszeiten zum Kunden, wenn ich was nacharbeiten muss. Aber es gibt natürlich da sehr, sehr viel höhere Kosten und die sollte man sich auch entsprechend alle mit mal vergegenwärtigen. Da können auch Konventionalstrafen zum Beispiel dazugehören. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt in einer Branche, ich nehme an, jetzt gerade im Bauwesen ist es häufig so, mit öffentlichen Auftraggebern zum Beispiel oder mit Großprojekten, mit dem GU, wenn Sie da einfach mal Nacharbeiten zu leisten haben und damit wird Ihr Gewerk nicht fertig, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es passieren, dass Sie auch noch neben der Mehrarbeit, dass Sie das nochmal machen müssen, auch noch die entsprechenden Strafen bezahlen müssen. Konventionalstrafen, weil Sie nicht fertig geworden sind. Kann passieren. Solche Dinge sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und das ist das Thema, wäre es denn besser, wenn wir diese Kosten dadurch vermeiden, indem wir alle in unserem Team mitnehmen und ihnen transparent machen, was da passiert, im Sinne von, was ist es für ein Aufwand, solche Sachen in Ordnung zu bringen, was sind die Kosten und wie können wir sowas vermeiden. Also, Fehler passieren immer. Das ist völlig klar. Es wird auch keinem der Kopf abgerissen, wenn ein Fehler passiert. Aber ein Fehler passiert nur einmal. Und wenn wir dann die Chance nehmen, dass wir daraus lernen und den für die Dauer und für die Zukunft einfach abstellen, dass dieser Fehler nicht nochmal passiert, dann haben wir eben diesen großen Schritt gewonnen. Dann sind wir einfach entsprechend dadurch weiter. So, also was haben wir alles für so eine geschliffene Platte eben, wo wir gesagt haben, also das Material hatten wir da. Wir hatten die Arbeitszeit. Wir hatten eben auch solche Themen wie Bestellungen. Wir hatten den Wareneingang besprochen. Vielleicht kommt auch noch die Entsorgung von dem kaputten Werkstück dazu. Wir hatten den Lagerzeiten und den Platz im Lager. Also wenn man sich das alles anschaut, ist es deutlich mehr als eben nur die eine Platte. Und das muss man sich darüber vergewaltigen. Und wenn man das auch dann seinen Mitarbeitern einfach mal im Rahmen der Schulung mal zeigt, was es eigentlich wirklich bedeutet, was dahinter steckt, dann wird sich jeder an der Maschine mit Sicherheit Gedanken machen, wie kann ich vermeiden, dass eben so eine Platte einfach vielleicht
versägt wird oder dass es irgendwo einen Sprung kriegt oder wie auch immer. Vielleicht beim Transport zum Kunden defekt ist, dass es irgendwo einen Riss gegeben hat oder wie auch immer. Dann auf einmal bekommt das Thema Ladungssicherung einen völlig anderen Blickwinkel vom Mitarbeiter, wenn ich eben weiß, was dahinter steckt, wenn dann eben die Glasscheibe auf einmal einen Riss hat. Und nicht nur, muss ich halt mit dem Spanngurt rummachen. Ja, das ist ja nicht zum Selbstzweck, weil es lustig ist. Also ich mache es auch nicht gerne an Spanngurt in mein Auto, nein, nur weil es halt lustig ist, sondern es hat ja den Grund dafür. Und je mehr der Mitarbeiter dieses Warum, diesen Grund versteht, desto mehr kann ich ihn mitnehmen und desto höher ist die Einsicht, die Dinge wirklich zu verändern. So, damit kommen wir dann auch zur nächsten Folie, Veränderungen voranbringen. Jetzt haben wir uns lange darüber unterhalten, was es kostet, was es bringt. Jetzt müssen wir auch die Sache irgendwie umsetzen. Also, wir haben eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht für die Katz-Arbeiten. Für die Katz-Arbeiten ist extrem demotivierend. Also, wenn Sie genau wissen, ich arbeite jetzt irgendetwas, bestes Beispiel sind immer so Hochglanzbroschüren, so PowerPoint-Folien. Sie machen sich wahnsinnig viel Mühe. Das Ding sieht super aus. Sie geben es irgendeinem und dann, Grundablage. Wenn er überhaupt reinguckt. Also das ist doch frustrierend. Für die Katz-Arbeiten ist so ziemlich das Letzte, was man eigentlich will. Man möchte eigentlich mit seiner Arbeit wirklich sinnstiftend arbeiten, dass man sagt, ich habe was geschaffen, was von Wert ist. Und jeder sieht auch den Wert und kennt auch den Wert an. Also für die Katz-Arbeiten demotiviert einfach die Mitarbeiter, demotiviert mich, möchte ich nicht. Und deswegen muss sowas sinnstiftend sein und damit alle Arten von Verschwendung sollte man einfach vermeiden, weil Verschwendung ist anders wie für die Katz-Arbeiten ist. Bestes Beispiel, was wir am Anfang gesagt haben, Sie haben einen Auftrag draußen, zwei Päckchen Schrauben fehlen, die Leute holen Schrauben, der Deckungsbeitrag ist für den Auftrag weg. Sie haben für diesen Auftrag eigentlich für die Katz gearbeitet, wenn man es mal betriebswirtschaftlich sieht. Das ist extrem frustrierend, sowas. Oder Sie geben sich Mühe, Sie schleifen Ihr Werkstück und dann zum Schluss beim Transport geht es kaputt. Ich meine, derjenige, der sich die Mühe gegeben hat, dieses Werkstück zu bearbeiten, dass es fertig ist, dass es perfekt ist, dass es der Kunde sieht, boah, super, und dann beim Transport geht es kaputt, das ist doch frustrierend ohne Ende. Das ist doch wirklich Verschwendung von Lebenszeit und das muss nicht sein. Also, wie gehen wir an sowas entsprechend ran? Wie können wir sowas wirklich verändern, dass die Leute entsprechend alle mitziehen? Also Motivation für Veränderungen. In meinem Team haben wir da verschiedene Bereiche, für die jeder zuständig ist. Und das spornt eben auch an, dass jeder dafür seinen Bereich entsprechend Verantwortung übernimmt und auch dann jeden dazu einlädt, Dinge entsprechend zu verändern, die er eben halt sieht, dass man sie ändern müsste. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen soweit ist, ob das so organisiert ist, dass Sie auch bestimmte Bereiche haben, dass Sie vielleicht einen Vorarbeiter haben oder dass Sie da einen Betriebsleiter haben oder vielleicht einen Büroleiter haben oder wie man auch immer das sowas machen kann, aber auf jeden Fall Leute in Verantwortung bringen, die so sagen, das ist so mein Bereich und in dem Bereich bin ich verantwortlich, dass es einfach gut läuft. Und dann kann man auch in diesen Bereichen eben auch leichte Ziele setzen und anspornen, denn man sagt, diese Ziele wollen wir auch gemeinsam mit erreichen. Damit kommen wir auch dann zur nächsten Folie, motivieren und mitziehen. Also das ist der vierte Punkt in unserer Treppe, falls Sie sich noch erinnern, die wir am Anfang mit drin hatten. Wie kriege ich es die Leute wirklich mit, dass die diese Veränderungen also mittragen, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen, wo dass wir an einem Strang ziehen und nicht jeder in eine andere Richtung, weil sonst bringt es halt einfach nichts. Also Verständnis über die Kosten und über die Auswirkungen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Hemmschwellen rausarbeiten, wenn jemand sagt oder signalisiert, möglicherweise auch nur durch Körpersprache oder durch Verhalten, dass er Schwierigkeiten sieht. Offen ansprechen, sagen, ich habe den Eindruck, dass du damit schwer tust. Was ist denn los? Wollen wir mal gemeinsam vielleicht in einem Vier-Augen-Gespräch darüber reden, wo du die Schwierigkeiten siehst. Und dann öffnen sich die meisten Leute eigentlich schon und sagen dann, ja, das und das ist irgendwo halt. Und wenn man da eine gute Unternehmenskultur hinbekommt, dass man sowas auch offen besprochen kann, nicht nur vielleicht im Vier-Augen-Gespräch. Das wäre dann der nächste große Schritt. Dann können auch alle miteinander helfen, dass das Team gemeinsam das hinbekommt und schafft. Und vielleicht meldet sich dann einer und sagt, pass auf, wenn du da Schwierigkeiten hast, ist kein Problem, ich bin dabei, ich schaue dir über die Schulter, ich leite dich an, ich nehme mir die Zeit, dass es auch bei dir gut klappt. Es gibt natürlich auch Motivation von außen, also mehr Geld bezahlen, Bonuszahlungen, gemeinsame Aktivitäten,
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Geld ist ein schlechter Motivator, denn Geld befriedigt nur sehr, sehr kurzfristig. Also wenn Sie jemandem für irgendwas Geld geben, dann ist das zwar im ersten Moment gut, aber keine nachhaltige Motivation. Das sind also gemeinsame Veranstaltungen, dass man sagt, okay, wir gehen gemeinsam grillen oder wir holen uns irgendwo was Nettes zum Essen oder gehen in ein Restaurant oder machen irgendwas gemeinsam. Das ist da schon deutlich besser, dass man eben sagt, man macht dieses Gemeinschaftsaktivitäten, die bleiben viel mehr in Erinnerung als eine Bonuszahlung, die dann vielleicht irgendwo anonym auf dem Konto bleibt und dann vielleicht auch ankommt oder eben auch nicht ankommt, weil sie so viel Steuern und Sozialabgaben bezahlen, dass was gut gemeint war, eigentlich beim Mitarbeiter gar nicht ankommt. Gibt es natürlich auch umgekehrt negative Motivation, also Sie können natürlich auch hier mit der Peitsche kommen und sagen, okay, es gibt Abzüge für irgendwas oder es gibt Abmahnungen oder wir drohen mit Kündigung. Naja, das ist jetzt nicht sonderlich motivierend sowas, da sind wir uns glaube ich alle drüber einig. Damit werden Sie mit Sicherheit kein Team zur Höchstleistung anspornen, indem Sie einfach immer nur mit der Angst spielen, was kommt denn jetzt wieder für irgendeine Strafaufgabe. Das kann es also nicht sein, sondern Motivation sollte eigentlich mehr von innen kommen. Da reden wir halt über Themen wie Planungssicherheit zum Beispiel, weniger extra arbeiten, weniger für die Katz arbeiten, wertschätzendes Zusammenarbeiten und endlich kann ich vielleicht auch einbezogen werden als Mitarbeiter mit meinen Ideen, mit meinen Verbesserungsvorschlägen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Nehmen Sie die manchmal vielleicht auch die Bedenken, die einer äußert, als Wertschätzung auf, dass er sich eingebunden fühlt, wenn Sie das aufgreifen. Wenn Sie sagen, ich habe gehört, wie du das erklärt hast, ich kann es ein Stück weit verstehen, wie können wir das vielleicht lösen? Und dann wird man das Gefühl auf jeden Fall bekommen, dass derjenige sich wertgeschätzt fühlt und sich auch eingebunden fühlt und mit seinen Vorschlägen auch ernst genommen fühlt. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Motivator, dass man solche Veränderungen einfach mit ran nimmt, dass man die Leute mitnimmt. Also dieses Warum erklären, ganz wichtig, mit positiven Reizen arbeiten, dass man was gemeinsam macht, dass man Erfolg feiert, wenn man als Team das geschafft hat, aber eben auch motivieren von innen, indem man solche Sachen einfach ernst nimmt. Und damit kommen wir noch zur fünften Folie, die Veränderungen tatsächlich umzusetzen. Also da haben wir eben verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Eigentlich gibt es zwei große Möglichkeiten, wie man diese Veränderungen umsetzen kann. Einmal, indem es im Kleinen gemacht wird und einmal im Einbeziehen mit dem gesamten Team. Das sind so die zwei großen Steckenpferde, die wir haben. Aber es gibt verschiedene Wege und das zeigt auch letztendlich die Grafik letztendlich. Also, wir können entweder mit Geheimhaltung arbeiten, würde ich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen empfehlen, wo es tatsächlich um essentielle Themen gibt, die kritisch sind, was Öffentlichkeit angeht. Da muss man oft mal mit Geheimhaltung arbeiten. Ich sage jetzt mal Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur von Unternehmen zum Beispiel. Oder ein Investor kommt an Bord oder solche Dinge, wo man auch mit Partnern arbeitet, wo einfach sensible Themen besprochen werden, was es nicht gleich jetzt in der Presse zu lesen sein soll. Da muss man einfach drüber nachdenken. Oder wenn es eben darum geht, dass es persönliche Dinge von Mitarbeitern betrifft, wo man einfach sensibel umgehen muss. Ich sage jetzt mal, die angesprochene Leseschwäche zum Beispiel. Sowas will ich jetzt nicht unbedingt im Team breit treten, es sei denn, der Betroffene sagt selber offen. Aber ich als Arbeitgeber oder als jemand, der mit dem zusammenarbeitet, behandle es natürlich erstmal sensibel, dass man damit einfach umgehen kann. Wir finden Wege, das Problem zu lösen, aber ohne, dass es jetzt irgendwie ein Betriebsthema wird. Und was sind dann so die Schritte, um da durchzugehen? Also wie gesagt, anfangs eben Ist-Zustand verstehen, wo bin ich, Zielzustand festlegen, messbar, was will ich, wann, wie erreicht haben, um dann eben diesen Weg aufzuzeigen. Herausforderungen formulieren, Hindernisse anerkennen, also ich sage es ganz bewusst anerkennen, nicht nur erkennen, weil auch die Hindernisse von den Mitarbeitern eben genauso wichtig sind, Datengrundlage schaffen, messen, die eigene Motivation, die Teammotivation wirklich anfeuern durch Einbezug, durch wir sitzen alle gemeinsam im Boot, wir sehen alle gemeinsam den Grund und das Warum für die Veränderungen und dann auch wirklich die Veränderungen entsprechend durchzuziehen. Und damit sind wir bei dem Vorgehen Nummer 1 auf der nächsten Folie eben die vollendeten Tatsachen schaffen. Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, manchmal gibt es Dinge, die muss ich einfach mit einer gewissen Sensibilität und Geheimhaltung quasi versehen.
wenn ich jetzt Unternehmensteile verkaufe oder einen Investor an Bord komme oder eine andere Firma übernehme oder mich in strategischen Geschäftsfeldern weiterentwickle, die noch nicht vielleicht sofort der Konkurrenz bekannt werden sollten, weil sie erst in Planungs- und Entstehungsphasen sind, sowas muss ich eher geheim halten. Und dann muss ich auch einfach mir vorher darüber im Klaren sein, dass ich das geheim halten muss, dass ich da wirklich auch nur den engsten Kreis von Leuten einweihe, am besten mit Geheimhaltungsvereinbarungen, sonst gibt es Buschfunk, da muss man aufpassen. Aber trotzdem gilt eben, wir müssen Daten sammeln, wir müssen die Probleme auswerten, wir müssen den Fahrplan erstellen, wir müssen Dinge ausprobieren und auch testen. Und entsprechend eigentlich die Vorgehensweise ist ähnlich, nur die Vorbereitung mit dieser Geheimhaltung ist da vielleicht ein bisschen anders als die Variante 2, die wir dann gleich noch sehen werden. Man muss schauen, dass man, wenn es dann so weit kommt, dass man an die Öffentlichkeit tritt. Also Öffentlichkeit heißt sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch eben tatsächlich eine breitere Öffentlichkeit, weil man kann davon ausgehen, wenn man also einem breiteren Kreis von Mitarbeitern Dinge sagt, dass es dann eben doch öffentlich ist, dann sollte man wirklich auch seine Kommunikationsstrategie klar haben. Man sollte auf jeden Fall dieses Warum erklären. Man sollte eben auch schauen, dass man eben diese Motivation mitnehmen kann, aber ich würde davon ausgehen oder ich würde davon abraten, Dinge bereit zu debattieren, weil wenn Sie die vorbereitet haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, vielleicht mit einem sehr engen Kernstab von Leuten, da hat es Hand und Fuß, aber das würde ich dann also nicht mehr in der breiten Runde diskutieren lassen und wieso und warum, weshalb und so weiter. Man kann das warum erklären, aber nicht mit dem Weg. Das würde ich dann in dem Fall nicht mehr machen. Der wesentlich häufigere Fall für Veränderungen und eigentlich auch der letztendlich leichter geht, ist das Vorgehen 2 auf der nächsten Folie, dass wir also im Team zu Verbesserungen kommen. Das heißt auch wieder, wir erfassen gemeinsam den Ist-Zustand, gemeinsam im Team bespricht man, wie ist der derzeitige Ablauf, wie ist es da gerade die Vorgehensweise, man schaut, dass man seine Ziele festlegt. Die können echt sportlich ambitioniert sein, sie sollen jetzt nicht völlig illusorisch sein, aber sie können schon wirklich ambitioniert sein, wo man erstmal sagt, boah, wie soll denn das gehen? Also Beispiel, wie ist der Apple diesen ersten iPod, den MP3-Spieler, auf den Markt gebracht hat. Also 3 Jahre davor hat man Steve Jobs so gefragt, wäre es nicht cool, wenn ich so 20.000 Songs in meiner Hosentasche rumtragen könnte? Damals gab es CDs, Vinylplatten und Kassetten, also Audiokassetten. Und 20.000 Songs in der Hosentasche war jetzt so mit Audiokassetten eher schwierig mit dem Walkman. Und dann kam halt der iPod und das war halt revolutionär, weil es einfach sich keiner vorstellen konnte, dass sowas funktionieren kann. Und deswegen, Ziele können wirklich sehr sportlich, sehr ambitioniert, sehr weit in der Zukunft sein, aber sie sollten jetzt nicht völlig absurd sein. Also wenn jetzt andere große bekannte Unternehmer sagen, wäre es nicht cool, wenn wir irgendwie zum Mars fliegen, naja, Sonden sind ja schon dort, also so ganz absurd ist es jetzt auch nicht mehr. Das war vielleicht in den 50er Jahren noch absurd, aber jetzt ist es sicherlich nicht mehr so. Also diese Ziele gemeinsam herauszuarbeiten und auch wirklich zu festzulegen und vielleicht auch so lange zu kitzeln, bis man wirklich auch an einem Thema kommt, dass es passt. Ich sage immer dieses Zuck- und Schluck-Prinzip. Vielleicht kennen Sie dieses Beispiel. Also jemand kommt zum Optiker, braucht eine neue Brille. Und dann probiert es halt entsprechend anhalten und so weiter. Und dann fragt er halt, ja, was kostet jetzt so die Brille? Na, die kostet 100 Euro. Ja, das ist ja günstig, das ist ja noch okay. Ja, pro Glas. Und dann fängt schon das erste Zucken an. So, ja, wie jetzt? Ja, das Gestell kommt auch noch drauf. Das kostet nochmal 200 Euro. Das sind 400 Euro für eine Brille. Ja, aber weil Sie so ein guter Stammkunde sind, kriegen Sie einen Rabatt. Kostet dann nur 300, weil Sie sind ja schon lange bei uns da. Dann wird quasi diese 300 Euro geschluckt, aber dieses Austesten, ja, also was läuft und was läuft nicht. Also wenn ich merke, dass ihr die Brille für 400 Euro garantiert nicht mehr kauft, dann muss ich eben schauen, wo kann ich eben vielleicht noch was einbauen, dass ich dann auf einen Level komme, mit dem man halt dann zusammenkommt. Also genauso ist auch das Festlegen von Zielen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne, keine Ahnung, jetzt 3.000 Aufträge im Jahr, davon wird die Hälfte zu Aufträgen, also 50%. Ich hätte gerne die Quote auf 90%. Dann sagen die alle, das ist utopisch, das wird nichts, weil manche auch nur Angebote einholen als Preisvergleich, zum Beispiel für was anderes, oder nur Proforma-Angebote sind oder wie auch immer. Also dann kommt der Widerstand, da werde ich keinen mitnehmen können, dass es ein sportliches, ambitioniertes Ziel ist.
Aber wenn die sagen, das klappt nicht, dann kann man sagen, okay, was ist denn vielleicht im Machbaren? Dann kommt der Mitarbeiter vielleicht mit 60% und dann verhandelt man dieses Thema und einigt sich vielleicht auf 70 oder sowas. Dann ist man trotzdem aber sehr weit. Das ist ein sportliches Ziel, aber nicht völlig absurd. Und da muss man sich einfach rantasten, gemeinsam im Gespräch mit dem Team, was sind wirklich ambitionierte Ziele, wo ich dran arbeiten kann. Und das ist dann eben auch motivierend. Und wenn ich dann so ein ambitioniertes Ziel wirklich geschafft habe, nach einem bestimmten Zeitraum der Verbesserung und der Veränderung, dann muss ich es auch feiern und dann habe ich auch die Motivation für das nächste Ziel. Und das bindet eben dieses Team so unglaublich zusammen. Dieses, wir haben das echt geschafft. Keiner hat es am Anfang für wirklich möglich gehalten, aber wir haben es geschafft. Wow. Und dieses Wow, das muss man auch dann wirklich zelebrieren können. Also, die Leute, die hier entsprechend arbeiten, die verstehen auch ihr Werkzeug, reden sie mit den Leuten, die wirklich am Ort des Geschehens sind, die in der Werkstatt sind, an ihrer Werkbank, die die Sachen wirklich benutzen und machen. Das ist auf jeden Fall wichtig, dieses an den Ort des Geschehens gehen, sich das anschauen. Es bringt nichts, wenn sie irgendwas einfach auf der grünen Wiese festlegen in ihrem Büro, und aber am Ort des Geschehens, wo tatsächlich vielleicht im schlechten Licht irgendwas zusammengeschraubt werden muss, funktioniert es dann nicht. Und dann haben sie Arbeitszeitvorgaben, denen einzuhalten sind, weil einfach die Umstände das nicht hergeben. Weil der 13er Maulschlüssel zum Beispiel wieder unten in der Kiste ist, hat man am Anfang. Oder weil einfach, wie gesagt, die Beleuchtung so schlecht ist, dass sie einfach hellgrau und dunkelgrau nicht auseinanderhalten können als Kabelfarbe. Gibt's alles. Habe ich alles schon gesehen. Deswegen dahin gehen, wo wirklich die Arbeit gemacht wird, mit den Leuten reden, die mitnehmen und dieses Miteinander gemeinsam vorankommen, das ist eben genau die Motivation. Und da hört auch das Gemaule auf. Also dieses, bitte, hat er sich was ausgedacht. Nee, wir haben es ja gemeinsam erarbeitet. Und durch dieses gemeinsame Erarbeiten und dieses Verständnis, dass wir das verändern und dass die Ideen vom Mitarbeiter wirklich mit einbezogen werden, genau das bringt uns dann entsprechend weiter. Wir machen das grundsätzlich, also wenn wir als Coach für Unternehmen wirklich irgendwo hingehen, als Unternehmensberater, wir gehen grundsätzlich dahin, wo das wirklich gearbeitet wird. Wir schauen uns wirklich die Werkstätten an, wir gehen an die Arbeitsplätze, wir reden mit den Leuten und sammeln auch die Ideen und Verbesserungsvorschläge entsprechend mit ein, damit wir das wirklich aufgreifen können und sich die Personen wirklich alle eingebunden fühlen. Weil das ist uns ganz, ganz wichtig, wir wollen die alle mitnehmen. Es bringt nichts, wenn ich einen Foliensatz mal, sie könnten mit einer Verbesserung ihres Angebotsprozesses ungefähr 30% Kosten einsparen. Das ist schön, wenn ich es aufschreibe, aber es funktioniert halt nicht. Ich muss halt mit den Leuten reden. Ja, warum kann denn keiner wirklich die Angebote nachhalten? Ja, weil wir keine Zeit haben. Ja, warum habt ihr keine Zeit? Ja, weil wir Angebote ausdrucken. Und dann muss ich eben da rangehen und sagen, okay, was können wir denn verändern, dass ihr mehr Freiraum habt? Welche blödsinnigen Tätigkeiten können wir auch ganz weglassen, damit es leichter von der Hand geht, dass ihr weniger für die Katz arbeitet, damit ihr dann wirklich was Wertschöpfendes machen könnt, nämlich Angebote nachhalten. Beim Kunden anrufen, Service verbessern und solche Dinge. Darum geht's. Und damit sind wir auch letztendlich schon am Ende von diesem Webinar. Ich hoffe, dass Sie viele, viele Impulse mitnehmen konnten und ich möchte Ihnen einfach anbieten, dass Sie über dieses Webinar hinaus jederzeit uns ansprechen können für ein kostenloses Erstgespräch. Das ist überhaupt kein Thema. Schreiben Sie uns an über die E-Mail-Adresse, rufen Sie uns an. Sie finden unsere Kontaktdaten auch alle auf unserer Internetseite axel-schröder.de. Also ein Erstgespräch ist immer völlig unverbindlich. Sie können uns erstmal erzählen, wie Ihre Situation ist. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie sowas aussehen könnte. Wir machen einen Vorschlag zum Beispiel. Das ist schon etwas individueller als jetzt dieses Webinar, wo wir gerade gemeinsam waren. Das kann ich Ihnen nur also ans Herz legen. Also nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sprechen Sie uns an. Wie gesagt, es ist kostenlos, unverbindlich, es ist ein Erstgespräch. Es ist keine sofortige Beratungsbeauftragung, Sie müssen da keine Angst drüber haben. Und uns ist es vor allem wichtig, dass wir eben nicht nur Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich dann mitnehmen, sondern dass, wenn wir gemeinsam arbeiten, wirklich diese Dinge umgesetzt werden in den Betrieb, dass die auch wirklich ihre Wirksamkeit entfalten können. Das heißt eben auch gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Und da gibt es manchmal so ein bisschen Hindernisse. Was denken denn meine Leute, wenn jetzt ein Unternehmensberater da ist? Es gibt dieses Sprichwort, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und an einer gewissen Zeit wird man auch vielleicht ein bisschen betriebsblind. Und vielleicht ist es auch mal gut, wenn man eine neutrale Person da hat, die vielleicht Sorgen und Nöte von Mitarbeitern einfach sich mal anhören kann und dann moderiert weitergibt und nicht eins zu eins, wenn da irgendwas, gerade dann vielleicht, wenn die Unternehmenskultur noch nicht perfekt ist, sondern eben noch Raum für Verbesserung hat. Also gerade dann ist es eben hilfreich, wenn man eben gemeinsam
solche Dinge voranbringen kann. Und ganz ehrlich, es ist noch nie ein einziger Arbeitsplatz abgebaut worden. Ganz im Gegenteil, wir konnten eigentlich immer nur das Geschäft steigern. Also mehr Umsatz, mehr Geschäft mit der gleichen Mannschaft. Deswegen, wie gesagt, nehmen Sie die Zeit vielleicht, schreiben Sie uns 2, 3 Zeilen, entweder hier im Chat oder eben über die E-Mail-Adresse und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Kostet Sie nichts, reden wir miteinander. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten freue ich mich auch darüber, wenn Sie vielleicht Interesse haben an unseren weiteren Webinaren. Wir haben jetzt mittlerweile schon eine ganze Reihe davon aufgebaut. Ich halte die immer sehr, sehr gerne, weil es einfach ineinandergreifend vertieft das Thema Zählen, Messen, Wiegen. Ich habe das vor der Pandemie angesprochen gehabt. Ganz, ganz wichtiges Thema. Schauen Sie das auf jeden Fall mit an. Greifen Sie die Impulse mit auf. Und ich wünsche Ihnen sowohl eine erfolgreiche Woche und eine erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich wieder auf die nächste Teilnahme. Herzlichen Dank, Ihr Axel Schröder.